Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Deutschland diesmal wieder, aus Bremen erstmal. Wir am Wochenende und wir warten hier, dass Johnny schulfrei hat und wir haben ihn eben schon gesehen, er müsste gleich hier eintreffen. Ja, da ist er schon. Und der John möchte seinen Platz gern einnehmen. Selbstverständlich, nach so einem harten Schultag mache ich doch nach meinem langen Arbeitstag auch hier den Platz frei. Und ich kann nur sagen, alle Jahre wieder fahren wir jetzt wohin? Na, der beständige Zuschauer kann es vielleicht erahnen. Stimmt, die letzten 2 Jahre ist es ausgefallen wegen Corona und diesmal klappt es wieder. Wir fahren nämlich jetzt nach Bad Segeberg. Ein tolles Vorhaben. Wettervorhersage für eine Freiluftveranstaltung denkbar ungünstig. Wir haben Freitag, wir haben es jetzt mittags, wir haben Wochenendverkehr, wir haben Feierabendverkehr. Aber jetzt geht's erstmal los. Mit der Fahrt, mit dem Vlog. Ja, ich wusste noch nicht, wie weit wir sind. Mit dem Vlog. Mit dem Vlog, mit der Fahrt, ja. Ja, mit dem Vlog. Danach mit dem Wochenende. Man sagt eigentlich nichts mehr danach. Mit dem Vlog. Ich bin wieder dabei. Mann, hört doch auf jetzt! Es geht los mit dem Vlog. Haben wir wieder gerade ein bisschen Pech. Wir sind noch nicht wirklich aus Bremen raus, wollen nur schön auf die Autobahn fahren und stehen schon im ersten Stau wegen einer Baustelle. Naja, wie wir erwartet haben, kommt da sehr viel Freude auf heute auf der Hinfahrt nach Bad Segeberg. Das ist noch bei der ersten richtigen Autofahrt wieder in Deutschland, also wo man wirklich richtig fahren muss. Und wenn man sich wundert, warum es hier so laut ist, wir haben alle Fenster auf. Wir haben gedacht, wir sparen mal Energie und haben die Klimaanlage aufgemacht. Was wollen wir eigentlich in Bad Segeberg? Habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Für die, die es nicht wissen, wir wollen die Karl-May-Spiele besuchen. Da wird nämlich der Ölprinz aufgeführt. Also Winnetou. Winnetou, ja genau. Winnetou macht auch mit. Und jetzt aber, das Ganze wird natürlich nur klappen, wenn wir hier irgendwann mal ankommen. Aber das Ganze ist erst morgen zum Glück. So, jetzt ist gerade, genau jetzt ist Stillstand. Genau. Schon wieder. Und wir drehen noch mal eben kurz um, zeig den Leuten das mal. Also, der Wagen steht, wir sitzen natürlich, aber ja, das hat man wirklich in Amerika, ich würde nicht sagen vermisst, überhaupt nicht, aber das hat man gar nicht so erlebt. Also, da war es vielleicht so, dass es sich gestaut hat, aber zum Stillstand ist man wirklich echt selten gekommen. Und wenn auch nur kurz. Und ihr wart ja auch in der Großstadt, ne, in L.A., das muss man sich mal vorstellen. Wir sind jetzt hier gerade Höhe Hamburg, ist mir auch klar, Freitag, Feierabendverkehr, Großstadt. Ja. Und auch ungewohnt, hier nur 3 oder 4 Spuren zu sehen. Sind ja oftmals 6 gewesen oder so in Amerika. Also sehr ungewohnt das Ganze. Ne, bei 3 Wochen gewöhnt man sich ja auch irgendwie dran, aber... Aber was ihr wahrscheinlich im Urlaub auch hattet, das haben wir jetzt auch mit den ganzen Bundesländern. Wir kommen aus Bremen, haben Niedersachsen durchfahren, sind jetzt im Bundesland Hamburg und dann geht es ja nachher noch weiter nach Schleswig-Holstein. Also 4 Bundesländer heute, muss man erstmal schaffen. Der Boxenstopp ist wieder der gleiche. Wir machen jetzt nämlich eine kurze Essenspause. Mittagessen gibt es bei Burger King. Haben wir in Bremen ja nicht ganz so oft. Ist für mich auch was Besonderes. Obwohl die Jungs jetzt wahrscheinlich lachen nach ihren ganzen Fastfood-Erfahrungen aus USA. Aber ich freue mich jetzt sehr auf meinen, was habe ich bestellt? Big King. Aus. Wir sitzen da, wo wir letztes Mal auch saßen, vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren. So, ich brauche jetzt ganz schnell was zu trinken. Wir haben alles das Gleiche? Ich denke schon, alle Cola, oder?
Ja, Cola? Hast du was oder was? Ja. Du also kommst. Nee, Pappe. Nicht so viel getrunken heute. Ich habe heute, ne, also ist ja bei dem Wetter, dass man auch viel trinkt und irgendwie hat man es dann so schnell getrunken. Naja, Prost. Und da sage noch einer, wir würden irgendwie bei McDonald's essen, dass ich nicht lache. Ich habe so einen richtig schönen, großen, leckeren Doppelwopper geholt hier. Eigentlich wollten wir gar nicht so viel essen, weil wir um 6:30 schon wieder einen Tisch bestellt haben im Restaurant in Blunk, wo wir heute hinfahren. Wir schlafen ja nicht in Bad Segeberg, wir schlafen in Blunk. Das ist ein kleiner Ort, der ist in der Nähe. Oh, schon was zu erzählen oder was ist los? Nee, ich glaube, er hat einfach nur lecker. Aber ich bin jetzt ein bisschen, ja, also ich weiß, Big King ist nicht so, aber jetzt, wo ich im Vergleich das hier sehe, hätte ich mir vielleicht auch lieber was Reelles kaufen sollen. Naja, gut. Gibt ja noch Pommes. Die Jungs sind wieder mal sehr lustig, haben die ganze Zeit hier die Fenster auf, um die Klimaanlage hier zu sparen. Und ich sitze hier hinten voll im Wuselwind und jetzt schicken sie mich vor die Kamera. Wir haben unser Ziel so gut wie erreicht. Wir sind bereits in Blunk. Das ist, ich glaube, das ist ein Dorf. Es ist noch nicht mal irgendwie eine Stadt, auf gar keinen Fall. Das ist Kreis Bad Segeberg. Ja, Kreis Bad Segeberg, genau. Das ist ein Dorf und ich glaube, Stefan lässt jetzt den Gegenverkehr durch und dann fahren wir schon in die Bahnhofstraße, glaube ich, rein. Und unser Hotel, was wir immer wählen und auch sehr empfehlen können, das heißt ja zum alten Bahnhof. Und es war auch tatsächlich mal ein alter Bahnhof. Ich hätte fast gesagt, wo sich Hund und Katze gute Nacht sagen, oder wie heißt das Sprichwort? Hase und Igel. Hase und Igel gute Nacht sagen. Man hört die abends manchmal hier oder morgens hört man die Schafe blöken und das ist sehr idyllisch hier. Und ich hoffe, wir haben nicht nur Glück mit dem Hotel, weiß ich auch Glück mit dem Wetter, weil es sah zwischendurch überhaupt nicht gut aus. Die Wolken, es war böse, böse, böse. Aber wenn ich meiner Wetter-App vertrauen darf, kommt der Regen erst, wenn wir gemütlich heute Abend am Essenstisch sitzen. Also die Jungs steigen schon aus und ja, jetzt wird erstmal das Zimmer bezogen. So, in 2 Jahren hat sich einiges getan hier. Es gibt jetzt sogar inzwischen einen Fahrstuhl. Das kennen wir noch gar nicht. Da sage ich doch nicht nein mit meinem schweren Köfferchen. Ja, Simona wird ja alles gegeben. Wo ist der Koffer? Naja, ich musste diesmal auch einen Föhn mitnehmen und alles Mögliche. Naja, so, wir fahren jetzt die eine Etage mit dem Fahrstuhl, wie gesagt. Dann steigen wir aus. Dann suchen wir unser Zimmer. Ich war Nummer 25. Rechts halten, hat sie gesagt. Ja. So, wir sind da und was ich schon sehen kann, ist so wieder, wie, das ist ja schon fast wieder wie früher immer so, aber fangen wir gleich mit dem Badezimmer an, würde ich sagen. So, einmal beugen, haben wir eine Dusche, eine Toilette, Waschbecken, was man nun einmal alles eben braucht und eine Simone wurde auch gedacht. Da hat sie extra eine Föhn mitgenommen. Was sagst du dazu? Dazu sage ich, jede Frau weiß, diese Hotelföhne, die, das ist nichts, die haben überhaupt keine Power. Und mein eigener Föhn, der hat Power, dann geht es morgens auch alles etwas schneller und ihr müsst nicht so lange auf mich warten. Und diese Frau weiß gar nichts. So, ja, da haben wir hier, das ist immer so typisch gewesen, wir haben hier eine Arbeitsfläche und noch hier so einen kleineren Tisch. Das war bei den letzten Malen auch. Oh, und was auch immer typisch ist, bei Simones Bett hier, weil ich möchte ein bisschen höher gelegen schlafen, und zwar hier. Sieht auch gemütlicher aus, oder Simone? Ja, also wer sich erinnert, das Zimmer ist hier ein bisschen kleiner als sonst, aber es hat was Entscheidendes, was uns, also haben wir noch nie gehabt. Das ist der Hammer, das ist tippitoppi und das finde ich mega. Ein Balkon mit Blick ins Grüne, in die Natur, traumhaft. Wow. Ja, super. Was will man mehr? Und der schöne blaue Himmel. Das will man mehr. Hier. Kannst du haben. Ich wollte gar nicht fragen. Ja, und da ich hier nur 2 Stühle sehe, würde ich mal sagen, hat John das Nachsehen, weil Stefan und ich werden hier draußen, glaube ich, dann das genießen. Das ist herrlich. Hier direkt in der Natur. Traumhaft. Mach die Tür auf. Da könnt ihr bleiben. Room
Roomservice. Na endlich, ich warte schon. Ich warte schon eine halbe Ewigkeit. Worauf? Ja, auf den Service. Wieso? Welcher Service? Ja. Ach, das tut gut, Stefan, kann ich dir sagen. Das stimmt, das ölt die Stimme, wenn man hier ein bisschen was erzählen soll. Und es ist herrlich hier. Für uns Stadtmenschen, wir sitzen hier, wir gucken gleich ins Grüne und ich hoffe, der Regen kommt nicht. Und haben ein Bäumchen hier vor der Nase direkt. Ich weiß gar nicht, ist das ein Apfelbaum? Nee, ich glaube, da hängt nichts dran. Aber ich bin mal nicht so, ich habe dir auch eins mitgebracht, bevor ich das... Ja, dann stell's hin, bevor es warm wird. Und ja. Also, kann ich aufhören zu reden? Nein, aber für John ist leider kein Platz. Ach so, doch. Ach. Da haben wir schon einen Platz hingestellt. Ach, herrlich. Mit dem Balkon. Was ich noch mal sagen wollte, die Autofahrt, muss ich mal sagen, war für mich ziemlich anstrengend. Ich bin völlig genervt von dem Verkehr hier in Deutschland, keine Ahnung. Ich habe mich so richtig erstmal in den USA an das neue Auto gewöhnt, was wir hatten. Das war echt, wie gesagt, der Hammer. Da hat man wirklich drin gesessen. Es hat nichts gewackelt. Das Lenken war, also unsere Servolenkung, wir haben ja eine Servolenkung, aber die ist absolut schwergängig, tut mir leid. Und dann die ewige Koppelei bei diesen Staus. Ich möchte es einfach so nicht mehr haben eigentlich. Aber wir haben gesagt, wir fahren unser Auto, bis es kaputt ist. So, bevor ich gleich kaputt gehe, gibt es jetzt ein schönes Bitburger. Bitte ein Bit. Bit? Ja. Heißt das Bier? Bitte ein Bit. Und Bitburger mag ich sehr gerne, muss ich mal sagen. Das erfrischt jetzt so richtig. Also es sieht gar nicht so danach aus. Es ist immer noch warm. Oh, 25 Grad haben wir auf jeden Fall noch. Ja. Herrlich. Warten wir mal aufs Abendessen. Wir könnten jetzt auch einen Spaziergang machen gleich vielleicht. Oh. Ja, nee. Hier so Natur. Ach Mann, nein. Ob die ganzen... Jetzt nicht. Das ist nach dem Essen immer schöner, wenn wir das dann machen. Ja, dann ist, glaube ich, Unwetter hier. Ja, dann lassen wir es sein. Ja, wir haben es wahr gemacht. Wir laufen jetzt diesen Weg hier, der echt nichts Besonderes ist eigentlich, aber den laufen wir immer entlang, solange wir hier in Blunk sind, wenn wir bald zu den Karl-Mayer-Spielen gehen. Ist fast schon ein Ritual, ja. Ja, und den macht sogar Johnny mit. Ja. Obwohl du eigentlich das Spazierengehen hasst, aber dieser Weg ist einfach... Wirklich nicht? Also, so, wenn es jetzt etwas Besonderes ist, also ich muss jetzt nicht spazieren gehen, also ich würde jetzt nicht so quasi sagen so, ja komm, wir haben jetzt nichts zu tun, spazieren wir. Aber hier zum Beispiel, das haben wir uns zu einem Ritual gemacht, dass wir hier diesen Weg immer lang gehen, was auch wirklich schön ist. Und zum Beispiel in Amerika, da bin ich auch gern spazieren gegangen. Das hab ich ja geliebt, weil das war wirklich, wenn man sich die Gegend gerne anguckt oder wenn man es halt, wenn es halt so ein Ritual ist, dann so. Aber ich würde jetzt nur halt so, oder vielleicht wenn man einen Freund... In den USA sind wir wohl mehr gewandert, würde ich mal sagen, ne? Ja, ob Spaziergänge haben wir auch gemacht. Also ich würde sagen, wenn wir an Santa Monica und Venice Beach schon lang gehen, dann wollen wir spazieren. Aber ich würde sagen, man kann alles zum Ritual machen. Wir können das auch in Bremen machen. Dann machen wir das dreimal irgendwie und dann ist das auch schon ein Ritual. Dann wüsste ich aber schon, dass ich da gar nicht mit teilnehmen würde. Ich auch nicht. Ich bin jetzt erstmal gespannt, ob das Maisfeld noch da ist, weil die Pferde... Da ist es doch. Nee, ich meinte aber auch... Ach, da ist es. Ich meinte das hier. Hä, aber das ist doch genau dasselbe Feld. Ja. Nee, ich habe immer dieses hier schöner gefunden. Warum auch immer. Hä? Guck mal, wie schön. Ja. Naja, aber die Pferde habe ich noch nicht gesehen. Nee, die sind noch nicht da. Nee, auf der Pferdeweide waren ja jetzt die Schafe. Da ist ein Pferd. Da ist ein Schaf. Warte. Willst du mal so gucken? Gut. Soll ich irgendwie das Ding so runter machen oder geht besser so? Weil John hochkante Bilder haben oder was? Na, Porträt, das ist eh Quadrat, aber das weiß der Stefan ja nicht, weil der ja mit Medien wie ein Rentner ist. Mach! Ein John im Maisfeld. Och Mann, hör auf jetzt, das nimmst du für gar nichts, das ist so peinlich, ne? So, bleib mal stehen nochmal, ich mach. Mann, was machst du da überhaupt? Ich mach noch einfach nur Bilder. Ja genau, guck so zur Seite. Genau. Mach! So, jetzt haben wir ja in den USA genug Fastfood gegessen, habe ich mir gedacht. Jetzt gibt es mal keinen Burger. Hat man hier richtiges Fleisch und sogar mit Gemüse. Gemüse gibt es hier. Gibt heute mal keinen Burger, wie gesagt, oder? Moment, oder vielleicht doch? Ja, bei mir gibt es einen Cheeseburger. Ich bin gar nicht ganz draus, du musst mich größer halten hier. Ich habe Schweineländchen, auch bekannt als Schweinefilet, mit Pilzen und so Sauce Hollandaise und super lecker. Esse ich hier nämlich auch jedes Mal, wenn ich hier bin. Einen wunderschönen guten Morgen.
Wir sind bereits in Bad Segeberg und unser Auto ist bereits als erstes Auto auf dem Parkplatz Nummer 2 geparkt. Wir haben es jetzt ja kurz vor 10. Wetter ist mehr als bescheiden. Dafür ist das Plakat hier umso schöner. Und ich bin sehr gespannt, denn hier kann man ihn sehen, Sascha Hehn, der ja genau. Eigentlich bekannt ist, so hier Schwarzwaldklinik und Traumschiff, so als so ein bisschen als ja, was soll ich sagen, Schmalzbubi oder sowas. Wie der den als Ölprinz. Traum aller Schwiegermütter, meintest du? Ja, ich bin keine Schwiegermutter, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt und ich glaube, er wird das, glaube ich, ganz gut verkörpern. Man tut ihm, glaube ich, auch Unrecht, weil die Serie Lerchenberg mit ihm, die ZDF-Serie, das war der Knaller vor ein paar Jahren. Das war super. Also ja, das stimmt. Sehr zu empfehlen. So, auf geht's. So, was auch mal so ein Ritual ist bei uns, wir sitzen immer im selben Lokal und zwar Café Ludwigs, den Namen kennen wir eigentlich nicht mal, müssen wir gar selber nachgucken, aber auf jeden Fall ist es hier immer am gemütlichsten, man hat hier auch immer so schöne Decken und... Die man heute auch ein bisschen braucht, leider, sonst hatten wir immer mehr Glück mit dem Wetter und man hat hier irgendwie schön in der Sonne gesessen und hier in der Fußgängerzone gesessen und das Treiben beobachtet, aber irgendwie, ja, ich hoffe zur Vorstellung kommt die Sonne dann passenderweise raus. Also ich kann nicht klagen, ich habe hier zur Feier des Tages ein leckeres Bier entdeckt, ein Oberdorfer Hell und ich habe es in meiner Bier-App noch nicht gehabt, kann also wieder ein Bier hinzufügen. Ich wollte mal sagen, dass wir heute zum 8. Mal bereits in Bad Segeberg zu den Karl-May-Spielen sind. Ich bin mit John 2013 zum ersten Mal hier gewesen. Da war er noch nicht mehr in der Schule. Und da haben wir uns Winnetou 1 angeguckt. Und da sind wir immer schön jedes Jahr brav hierher gekommen. Bis auf die 2 Jahre eben, wo es Corona-bedingt ausgefallen ist. Da sind wir hier schon auf dem Kalkberg oder am Kalkberg. Haben unsere Karten hier in der Hand und hier ist so ein riesiges Getümmel ist ja schon auf dem ganzen Gelände. Das war bis jetzt immer so gewesen, weil natürlich müssen die Gäste ja auch irgendwo hin, ne? wenn die Pforten noch nicht aufhaben. Ist schon klar. Und ich frage mich immer, was ist die Faszination an diesem ganzen Karl-May? Wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Also ich bin dazu gekommen, weil ein Arbeitskollege mir das empfohlen hat damals, als John noch im Kindergarten war. Ja, und ich muss mal sagen, ich wundere mich echt, dass Simone daran Interesse findet, weil sie absolut vorher kein Winnetou- und Karl-May-Fan gewesen ist. Und ich war es eigentlich schon immer durch die Filme gewesen. Und ich fand Western einfach übelst geil. Diese Ballerei mit dem Revolver, diese ganze Thematik. Und jetzt mal, kann ich was ist mit Simone passiert, dass sie so gerne hier ist? Ich muss sagen, das ist diese ganze Vorstellung, die Show, das Ganze drumherum, das muss man einfach erlebt haben. Also das ist wirklich was anderes. Und was ich vorher nicht wusste, es gibt ja riesige Fangemeinden dazu. Das wird hier so gefeiert und Leute, die kommen auch jedes Jahr wieder, nicht nur wir, also das ist Wahnsinn. Ja, finde ich auch. Also ich finde das ganz toll hier, ist so eine richtige Familienvorstellung irgendwie, für jeden was dabei. Und ich freue mich schon riesig darauf, wenn es dann gleich losgeht. Wir haben Plätze in Reihe 2, glaube ich. Genau, in Reihe 2 und die Karten, die haben wir ja schon jetzt, glaube ich, dreimal umgetauscht. Ja, oder die haben wir ja schon 3 Jahre sozusagen wegen Corona. Ja, freuen wir uns erstmal. Jo. Simone, die Kamera läuft. Hallo. So, jetzt haben wir unsere Plätze hier eingenommen, schön. Wir haben also eine tolle Aussicht. Wir haben die Karten hier auch sehr früh gekauft, sag ich mal. 2. Reihe, super. Die Sonne kommt auch gerade noch durch. Das ist der Wettervorhersage. Genau, und ich muss sagen, wir haben gerade das große Glück gehabt, einen von den Darstellern zu treffen und ein sehr interessantes Gespräch mit ihm zu führen. Also vielen Dank, Lars, dafür nochmal. Ja, von mir auch. Wir nehmen dich beim Wort. Wir zeigen dir und deiner Frau gerne Bremen. Ja. Das wird schon total aufregend hier, wie das sein wird. Ich freue mich auch schon. Also, ja, haben wir ja auch lange gewartet wegen Corona. Und der Ölprinz ist nämlich auch eine Geschichte, die zu den Besten von Karl-May gehört. Ich kenne ja nur die Filme, ich habe noch nie ein Buch davon gelesen. Aber die Filme sind schon der Hammer. Und ich glaube, wenn ich das hier so sehe, die Kulisse,
Das sieht verdammt nach Feuer und die ist immer gleich, oder? Und Action aus. Nö. Nee, ja, manche Sachen, aber die Kulisse an sich. Ja, aber da diese Türme da, diese Bohrtürme, die sind schon neu, muss ich mal sagen, die man da sieht. Und schaut euch nicht den Rest eures Hirns weg! Ist wahrscheinlich eh zu spät. Schafft Platz für die Ölfässer! Das war's, wofür wir hier nach Bad Segeberg gekommen sind. Immer super, hat sich echt gelohnt. Ja, war eine super Sache, muss ich mal sagen. Was war am besten, Ronny? Alles. Das Ding ist, man kann nicht sagen, was am besten ist, wenn man so die besten Momente zusammenzählt, ist einfach alles, weil auch bei den letzten Stücken war immer alles super. Ich fand es am besten, ich finde alles super. So eine kleine Star Wars Einlage, hab sogar ich erkannt. Nicht Star Wars, ganz viel von John Williams. Ja, war super. Ich fand ja am besten Sascha Heem, muss ich mal sagen. Ich habe mir schon gedacht, dass ihm die Rolle echt gut passt. Der sah perfekt aus und hat auch perfekt gespielt. Also will ich immer den Ölprinzen vorstellen. Genau. Ja. Ast rein. So, jetzt kommen wir zu dem Part, der immer nicht ganz so angenehm ist, nämlich die Rückfahrt, nicht nach Bremen. Wir fahren jetzt nach Blunk zurück, aber es ist immer, wir haben uns so beeilt, zum Auto zu kommen, es ist immer alles verstopft und man braucht gefühlt eine halbe Ewigkeit. Aber ich kann mich jetzt zurücklehnen, das ist was ganz Seltenes für mich, denn wie wir alle sehen, das Auto fährt nicht von alleine, sondern Simone fährt. Ja, das wäre schön, wenn das Auto von alleine fahren würde. So, und dann haben wir eben noch auf dem Parkplatz, als wir losgefahren sind, oder bevor wir losgefahren sind, noch ein paar Fotos gemacht, weil es da welche erkannt haben von den Leuten, die dort arbeiten und die Autos einweisen. Und die haben mir freundlicherweise eine Dose Bier geschenkt. Die ist sogar kalt. Ich könnte sie also jetzt eigentlich trinken, denn ich bin ja ganz entspannt, wie gesagt, hier auf dem Beifahrersitz, was ja was Seltenes ist. Das kann ich ganz schnell ändern. Ja, war vorsichtig. Also, ich glaube, ich mache das jetzt. Nein, machst du nicht. Mach ich doch. Ich trinke hier auch keinen Kaffee vor oder sowas, wenn ich Beifahrer bin. Ja, aber vor dem Fahren ist es ganz oft vorgekommen, dass Simone ein Bierchen getrunken hat und da Stefan verzichten musste. Sei es dir gegönnt. Sehe ich auch so. So, wollen wir mal sehen. Das zischt. Ja, das finde ich kühl. Danke nochmal, falls ihr das seht. Verschluck dich nicht. Nö. Guten Morgen. Wie man sieht, wir sitzen im Auto. Blunk haben wir bereits verlassen und auch das Hotel. Ja, schade. Wir haben jetzt so lange auf Kalmar gewartet und jetzt ist das zu Ende. War aber echt super gestern. Und ja, und wir haben jetzt keine einzige Veranstaltung mehr auf unserer Liste. Wir haben für dieses Jahr alle Karten, die wir hatten, abgefrühstückt, auf Deutsch gesagt. Ja. Jetzt haben wir keine Pflicht mehr, außer uns um die Wohnung zu Hause zu kümmern. Auf jeden Fall, ja, wo geht's jetzt hin? Was ganz anderes als sonst, weil normalerweise fahren wir dann immer nach Bremen. Jetzt fahren wir aber in den Heidepark direkt danach, wo ich mich auch schon drauf freue. Und anders wird auch sein, dass wir mal ein bisschen später da sind, weil normalerweise sind wir schon direkt Parkbeginn da. Ja, weil wenn wir jetzt schon da, es ist erst 9 Uhr, das ist immer die Zeit, wo wir auf den Parkplatz rauffahren. Ja, und das schaffen wir nicht, weil wir ja erst um 8 Uhr frühstücken konnten, weil es vom Hotel erst um 8 Uhr beginnt. Und ja, wir mussten es natürlich dann noch auschecken und alles und haben jetzt auch noch eine Stunde Fahrt vor uns. Auf jeden Fall bin ich auch sehr gespannt. Jetzt nochmal direkt nach USA-Parks. Stefan meinte, er ist eine lange Zeit dann nicht mehr in deutsche Parks gegangen, nachdem er aus den USA wieder kam. Und deshalb bin ich jetzt gerade extra gespannt, wie der Vergleich denn nochmal ist. Wenn man natürlich zwischen Heidepark und USA vergleicht, ist er nochmal anders, als wenn man nach einem amerikanischen Park in einen deutschen Park geht. Und ich glaube, ich verstehe hier gerade wenige, aber... ja, ich verstehe auch nicht, was er sagen möchte, aber ist egal. Ich bin gespannt. Und Simone ist auch dabei. Genau, das wird vielleicht ein kleines Highlight für Stefan und John sein. Die haben heute einen Taschenträger dabei. Ja, Taschenesel. Das ist doch gut. So, sind wir auch schon im Heidepark, nachdem wir fast auf der Landstraße noch eine halbe Stunde warten durften, bis wir auf den Parkplatz rauf konnten.
Aber die Musik läuft noch. Hier, die Begrüßungsmusik. Die wollte ich ja hören, genau. Ich wollte, dass wir schön begrüßt werden. Los geht's, der Spaß beginnt. Los geht's, der Spaß beginnt. All lieb unsere Welt. Ja, Johnny, du hast ja schon wieder Schule inzwischen. Aber wie ich hier sehe, scheinen noch überall anders oder vielerorts noch Ferien zu sein. Ja, dabei dachte ich schon immer, dass ich so mit Ferien spät dran bin. Ich hab viele Freunde, auch aus anderen Städten, die so meinten, so, du hattest noch Ferien, wie geht das? Also es gibt anscheinend welche, die hatten noch später Ferien als ich. Ja, mit anderen Worten, der Park ist pickepacke voll jetzt schon. Ich bin mal gespannt, ob wir was fahren und was wir fahren. Stehen wir hier bei Colossos in der Single Rider Line. Es ist zwar angeschlagen, es dauert nur eine Stunde die Wartezeit, aber es fährt am Sonntag heute in den Ferien, wo der Park voll ist, nur ein Waggon von Colossos. Was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, was das Problem ist, vielleicht gibt es da ja einen Grund für, aber wenn man das halt als Besucher besucht, kann man das nicht so ganz nachvollziehen immer. Und vor allem, wenn wir gerade in Amerika quasi dann den Luxus erlebt haben von Freizeittag. Ja, da gibt's sowas nicht. Aber gut, mal sehen, wie es hier bei Single Rider ist, wo wir hinkommen. Die haben wir jetzt geschafft, denn Heidepark ohne Colossos ist natürlich nichts. Jetzt ist nur noch die Kür, die wir jetzt machen. Mal sehen, was jetzt kommt. So, da haben wir mal eben nebenbei noch eine kleine Geisterjagd gemacht. Wer hat denn gewonnen? Ich! Stefan hat den ersten Platz, er hat den zweiten Platz, hier den letzten Platz. Aber ich hatte über 30.000, das habe ich noch nie geschafft. Und da hat Simone mal eben so an Erfahrung ein bisschen gewonnen, würde ich mal sagen. Ne? Da ist sie die Gewinnerin. Er hatte gerade 80.000 und ich hatte 64. Und trotzdem habe ich den Spaß dran nicht verloren. Und Simone hatte 31.000. So, weiter geht's. Im schönen Heide. Schöne Fahrt mit Krake gemacht, war richtig herrlich mal wieder. Was ich mal sagen muss, Unterschied zwischen USA-Parks und Heide-Parks zum Beispiel ist ja, dass es hier mehr echte Achterbahnfahrten gibt und in
Universal zum Beispiel sehr viel virtuell gewesen ist. Aber richtig schön mal wieder die Höhe zu spüren. Du auch, Johnny? Was hast du noch dazu zu sagen? Ich habe gesagt, dass ich super fand. Ach so. Ja. Ja. Immer wieder schmerzhaft, aber diesmal war es irgendwie angenehm. Also hat mir diesmal irgendwie mehr gefallen als sonst. Wenn man keine Probleme mit dem Rücken hat, kriegt man hier welche, muss ich mal sagen. Also die Bahn war so schön früher. Da gab es noch eine Passage, wo man noch mal so schwerelos wurde und so nach unten gefahren ist. Das gibt es gar nicht mehr heute. Das ist nur am Wackeln und am. Nee. Das ist auch nur mitgefahren, die Bahn, weil gerade keine Wartezeit war. Was gut hast du gesagt oder was? Also mir gefällt das immer gut. Natürlich war es immer so, ist die angenehmer, aber ich finde die Bahn schon nicht schön. Die Bahn sind wir gefahren in den USA, die heißt ja da Batman the Ride. Und da, die Bahn ist genauso alt oder noch älter als diese hier und die fährt sanft und angenehm und macht Spaß. Ja, was ich schon tausendmal gesagt. Weiter geht's. Was soll ich sagen? Der Besuch vom Heide Park, der so ganz spontan war, neigt sich gerade dem Ende. Wir gehen nämlich gerade zurück, obwohl es noch am frühen Nachmittag ist, aber es war ja nur so mal eben spontan. Ja, lag hier auf dem Rückweg quasi. Also ist noch ganz gut was draus geworden. Ja, gibt's noch was zu sagen, Simone? Nein, es war ein super schönes Wochenende. Wenn euch das Video dazu auch gefallen hat, freut uns das natürlich. Und also kannst du auch noch was zu sagen? Ja, das habe ich zu sagen. Die Absage hast du zu sagen. Genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren. Tschüss.